Das schönste Geschenk, was man dazu kriegt, das ist das Wertvollste, was es im Leben gibt. Und ich kann nur sagen, ich habe eine wundervolle Schwiegertochter dazu bekommen. Und ich bin glücklich, dass zwei Menschen in so einer Liebe verschmolzen sind, dass man sagen kann, ihr habt mich mitglücklich gemacht. Ich danke euch dafür. März 2019. Heute ist unser Tag. Heute geben wir uns das Ja-Wort vor Gott. Ich liebe dich und freue mich mit dir, heute gemeinsam einen neuen Abschnitt unseres Lebens zu gehen. Wir mussten bis hierhin sehr viel kämpfen. Ich freue mich sehr, dass du meine Frau bist und ich liebe dich von ganzem Herzen. Bestimmt genießt du gerade dein Styling und trinkst Hugos. Hab ich gemacht. Freue mich auf alles mit dir, jede Sekunde, Minute und Stunde, einfach auf jeden Tag. Ich bin so dankbar, dass du in meinem Leben bist. Danke, dass du mein bester Freund und meine Liebe bist. Sei nicht aufgeregt. Ich freue mich, dich später zu sehen, dich zu küssen und Gott die Ehre zu geben mit unserer Liebe. Ich liebe dein Herz für Jesus, deine Treue und Echtheit. Trink einen Sekt mit den Jungs und lass uns gemeinsam diesen Tag feiern und Jesus feiern, dass er uns zusammengebracht hat. Ich liebe dich sehr, Kevin. Du bist alles für mich. Und ich freue mich auf unsere gemeinsame Zukunft. Heiraten ist nichts für dich. Du heiratest nicht, um dich selbst glücklich zu machen. Du heiratest, um jemand anderen glücklich zu machen. Mehr als das, die Ehe ist nichts für dich. Du heiratest eine Familie. Nicht nur für deine angeheirateten Verwandten, sondern du heiratest für deine zukünftigen Kinder. Wen wünschst du dir, der dir helfen soll, sie aufzuziehen? Wer soll sie beeinflussen? Die Ehe ist nichts für dich. Es geht nicht um dich, sondern es geht um die Person, die du geheiratet hast. Thank you.
bist die beste Frau der Welt. Danke, dass es dich gibt. Du bist das Beste, was mir passieren konnte. Ich liebe dich, dein Mann Kevin. An unserer Liebe zueinander sollen sie Jesus sehen. Und du siehst jetzt schon toll aus. Deine Ehefrau Rebecca. Kevin erlebt habe, ist erstmal, dass er zuverlässig und vor allen Dingen pünktlich. Und das tut. Und wir werden sich, dass er eine sehr gute Ergänzung zu Rebecca macht.